Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Glator und weiter geht's mit dem Spiel Neo. So, erstmal will ich ganz kurz hier in den Schrein. Können wir ein Level machen? Nein, uns fehlt was. Okay, das heißt, wir können es trotzdem machen. Und zwar gehen wir hier auf Gegenstände. Wir haben hier noch Geisterstein. Was mir 500 bringt, das bringt mir 200. Haben wir noch einen großen oder so? Muss mal kurz durchgucken. So. Haben wir noch irgendwas, womit wir steigern können? Weltsteine, nein. Okay, das können wir auch benutzen. Okay, nee, leider haben wir nichts, was wir nutzen können, um es zu steigern. Gut, dann gibt es eben kein Level Up. Ja, was ich in diesem Part vorhatte, wir hatten im letzten Part quasi den Dojo, die nächsten Wege freigeschaltet und das gucke ich mir mal an. Missionsanforderungen, was steht da? Meisterstufe, erforderliche höchste Waffe, Meister 100.000. Ich habe schon 32.000. 329.000 meine ich. Und dafür kriegen wir. Ach so, nee, ich habe hier nur Elixiere. Na gut. Das mit der Geschicklichkeit müssen wir auch machen. Das heißt, wir müssen auch in Geschicklichkeit pumpen. Aber was mir wichtig ist, dass wir das machen. Aber erstmal hier: Der Weg des Kriegers, Schüler. Anscheinend hast du das eine oder andere über den Umgang mit der Waffe gelernt. Dieses Mal trete ich selbst gegen dich an. Glaube nicht, dass ich mich so leicht besiegen gebe wie meine Schüler. Na los, zeig mir, was in dir steckt. Oh, jetzt kann ich den Meister himself herausfordern. Alles klar. Wie ich gesehen habe, wir haben nur 3 Elixiere. Das heißt, wir müssen mit denen auskommen und müssen den trotzdem besiegen. Ja, finde ich gut. Ist auf jeden Fall eine kleine Herausforderung. So, da ist er. Da ist er, der Kasper. Komm mal her. Was haben wir denn? Wir haben ein Schwert, eine Axt. Aua! Hey, Arschloch, das tut doch weh. Na ja, gut, wir machen einigermaßen okay Schaden. Oh! Na gut, komm mal her hier in den Tempel rein. Lass uns hier kämpfen. Hey, beweg dich mal, Brauner. Oha, der ist ja richtig schnell. Hast du jetzt aber gedacht? Okay, also der ist ja nicht schlecht. Auf jeden Fall eine Herausforderung. Mal gucken, wie viele Versuche wir brauchen für den. Ja, ich habe zu viel Heilung am Anfang verschwendet. Was hat er gesagt? Ausgezeichnet. Der steht wohl drauf, verprügelt zu werden, oder? Aber seine Schwachstelle ist, dass er sehr oft aus der Puste ist, also sprich seine Geschicklichkeit, also, ach, was laber ich, seine Ausdauerleiste ist immer schnell leer. Das heißt, den mal machen lassen und wenn die kurz vorm Leer ist, ihn attackieren. Okay, ich weiß nicht mehr, ob das vielleicht klappt. Okay, klappt nicht. Gut, dann machen wir noch einen Versuch. Ja, ich habe am Anfang zu viel verschwendet. Fehlschlag. Das macht nichts. Wir werden gerne nochmal gegen dich kämpfen. So, komm mal mit. Irgendwie kämpfe ich hier gerne hier drinnen. So, dann schlag mal. Genau, verschwendest mal deine ganze Ausdauer. Und let's go. Na komm. Wreck. Er freut sich immer, wenn ich den kille. Nein! Verdammt! Komm schon, Opa. Jetzt reg dich mal ab. Komm, mach noch eine Attacke. Sehr gut. Und meine Revenge. Heißt Rache.
du noch ein kleines bisschen. Trinken wir noch ein, zwei Mal. Und dann haben wir dich, Opachen. Komm, nochmal. Mach doch reinstechen. Wie der einfach nicht reingestochen hat. Gut, bleibt uns nichts anderes übrig, als nochmal zu probieren. Kann ich nicht einfach ins Wasser schmeißen? Na, komm mal her. So, anscheinend muss ich ein bisschen mich konzentrieren. Na komm. Der war trennt als hinterher. Los. So, das Ganze machst du nochmal schön. Sehr gut. Genau, und das hat er vorhin nicht gemacht. Der hat nicht reingestochen. Warum auch immer. Und wieder aus der Puste. Mensch, Opa, so kannst du hier nicht kämpfen, ne? Das wird so nichts. So, noch einmal. Na komm. Hat der Opa etwa keine Puste? Ah, verdammt, ich habe auch keine Ausdauer. Und das war's. Tschüss, Opa. So, wrecked. Habe ich dich besiegt? Sehr gut. Was sagst du jetzt? Alles klar, siehst du mal? Jetzt bin ich natürlich gespannt, was es mit der magischen Mission auf sich hat. Also mit der Magie beim Dojo. Mal gucken, ob ich da auch komplett kämpfen muss. Haha, du hast es wirklich geschafft. Du hast mich in die Knie gezwungen. Ich werde dich als Schüler der Taisha-Schule anerkennen. Aber damit ist es noch nicht vorbei. Du besitzt die Stärke. Ich kann dich die nötige Technik lernen. Also ruhe dich noch nicht aus. Und über jeden Tag mehr. Das nächste Mal, wenn wir uns begegnen, werde ich wirklich kämpfen. Ich kann es kaum erwarten, hahaha. Ja, du mich auch. Wie wäre es damit? Eine neue Geste, Gewand der genialen Strategen und Hakama der genialen Strategen. So. Ist das überhaupt gut, was ich da bekommen habe? Gewand ist dann wahrscheinlich hier, das hier. Gewand der Strategen 116. Warum habe ich denn eigentlich so eine hässliche Rüstung an? Habe ich irgendwas verpasst? So, was haben wir denn noch? So, ich muss allerdings unter 70% bleiben, dann kann ich mich einigermaßen bewegen im Kampf. So, dann werde ich jetzt wahrscheinlich irgendwas Schlechtes anziehen. Obwohl, das ist gut hier, 73. So, was haben wir für Schuhe? Schuhe haben wir auch schwere Gewicht. Das heißt, hier könnten wir eventuell auch was Gutes gehen. Ja, auf das hier, auf 60. Das hört sich doch ganz gut an. So, jetzt sind wir bei 60,9%. Würde ich mal sagen, das ist ganz okay. So. Was ist das denn hier? Das ist ja lustig. So, den könnten wir anziehen. Oder war das der, den wir hatten? Oder wir ziehen den hier an. Sieht auch ganz cool aus. Jetzt ist auch so ein Schnurrbart und Bart.
So Anonymous. Gut, dann werden wir jetzt als nächstes das mit der Magie machen. Ja, hier vorne das. So, du kannst die Mission nur bestimmte Gegenstände, bla bla bla. Okay, das heißt... Und sogar Faultier-Talisman, genau, darauf wollte ich überhaupt hinaus. Das KI, das dich umstürmt. Deine Macht scheint größer zu sein als je zuvor. Wenn du aber noch mehr Macht strebst, dann kann ich dir eine Prüfung stellen. Zeige mir, wozu du genau fähig bist und ob du stark genug bist, die neue Technik zu erlernen. Ja, das ist mein Ziel. Ich will dieses, nämlich dieses Faultier-Dingsbums haben, da kann ich die Gegner verlangsamen. Und ich habe gelesen, das ist für das für den einen oder anderen Boss sehr, sehr hilfreich. Deswegen möchte ich das lernen. Einfach ganz einfach, ne? So, jetzt die Frage, was muss ich hier machen? Und ich muss mit den Items klarkommen, die ich habe. Muss ich irgendwas besiegen? So, was haben wir denn für Item? Wir haben eine Kugel, wir haben das hier und wir haben das hier. Okay, was kommt da raus? Ich muss dich besiegen, oder was? Magic Time. Ja, Magic scheint doch ganz gut zu funktionieren. Ach, kann sein, dass da mehrere rauskommen, oder was? Oha. Wie der sich einfach in den Zyklopen verwandelt. Oh. Okay. Was war das denn? Das war eine Niederlage. Ich konnte meine KI nicht regenerieren, weil da dieser komische Hauch war, der das verhindert hatte. Hey, Zungenmann. Okay, da entwickelt er sich. Und das war's, oder? Besiegt. Kommt noch was? Ja, kommt noch was. So, auf jeden Fall erstmal dich hier kalt machen. Dadurch haben wir eine... Eiswaffe? Was ist das denn für ein Regenschirm? Ne, jetzt merke ich, was ist das für ein Regenschirm? Und, wer kommt noch? Oh, jetzt kommt der große Babbo. Ach so, fuck, das war ja auch ein... Okay, der ist ein bisschen schwer. Der könnte sich halt schwer entpumpen. Ja, oder vielleicht doch nicht. Mal gucken, wie meine Ausweichskills so sind. Aber das ist eigentlich eine gute Taktik. Man rennt immer hinter ihm und dann attackiert man den. Der ist gleich aus... Auch Ausdauer ist zu Ende bei dem. So, wir haben den Musik. Ja, fand ich jetzt einfach. Ja, cool. Nicht schlecht. Haben wir auf jeden Fall gemeistert. Sehr nice. Gefällt mir. Und die nächste Mission, würde ich mal sagen. Achso, gibt ja keine. Beziehungsweise keine Tutorial-Mission mehr. Das andere müsste ich Geschicklichkeit auf hier Dingsterbums da auf 10 bringen. Habe ich aber nicht. Werde ich dann versuchen auch zu skillen. Aber ich möchte jetzt nicht zu den Ninja-Weg gehen, beziehungsweise nicht mit diesen Shuriken und so arbeiten. Ich will mit Magie und ganz normal als Axtkämpfer und Katana-Kämpfer. Muss ich mal gucken. Wunderbar, Sanjin. Die Techniken der Onyamo wirken mit ungeahnten Kräften auf die unzähligen Dinge dieser Welt. Sie sind jedoch dafür bestimmt, das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit zu befahren. Du darfst dich nicht... beleiten lassen, diese Kräfte für das Böse einzusetzen. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Zeit reif ist. Erste Reinigung, Locke eines Magiers. Genau, und ich müsste jetzt die Technik freigeschaltet haben. Auf jeden Fall Fähigkeit lernen. So, genau, da. Bewegtes Neuling.
Du hältst. Nee, nicht drei Feuerschuss. Warte mal. Warte mal. Das war das nicht. Talismane. Genau hier, diese. Genau, du erhältst zwei Faultier-Talismane bereit. Mit dem kannst du dann deine Gegner extrem verlangsamen. Und das ist das, was ich eigentlich lernen wollte, weil das ist dann für bestimmte Bosse ziemlich geil. So, das haben wir gelernt. Das hatte ich auch schon gelernt. Ah, cool, dann kriegen wir nochmal zwei. Dann haben wir schon mal vier oder was? Okay, nice. Was ich auch noch lernen wollte, ist, dass wir mehr Kapazität tragen. Und das ist nämlich hier vorne. So, einmal das hier. Magiekapazität. Und dann lernen wir auch natürlich das hier noch. Und schon haben wir dann schon ganz viel. So, das heißt, ich könnte jetzt noch mitnehmen diese Talismane. Weil Feuerwaffe ist immer ganz nice zu haben. So, da haben wir noch 5 Schriftrollen. Feuerschüsse. Oder ich nehme. So, was war das nochmal? Die Karrieregeneration wird geschwächt. Das ist eigentlich vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, wenn wir einen Gegner haben, der so richtig viel Ausdauer hat. Und dann kann man den damit schwächen. Was ist das hier? Entkräftigung. Genau, das ist eigentlich auch ganz nice. Das würde ich lernen. Und ja, das werde ich auch lernen, komm. Dann haben wir es gelernt. Jetzt haben wir nur noch ein einziges. So, Schwäche gegen eine Verteidigung. Oh, das ist vielleicht auch ganz cool. Was haben wir denn hier sonst so? Wasser, Blitz, Wind. Okay, das sind die Elementare. Hier ist elementare Schutz. Schatten. Jokerschutz. Die Reichweite der Reinigung. Das könnte vielleicht hilfreich erweisen. Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwie noch was trainieren. Was halt ziemlich cool ist, ist zum Beispiel hier Blutbad. Bei Benutzung wird die Verteidigung reduziert, aber du machst unglaublichen Schaden. Oder was halt ziemlich geil ist, ist hier das hier zum Beispiel, eine Erdfaltung Talisman. Damit kann ich sofort zum letzten Schrein teleportieren. Das sind so, ja, so Hilfsmagie. Das finde ich voll cool. Gut, genug dazu. Ja, da werde ich den Part jetzt hier beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, like es, teile es. Ja, und lass mir doch ein Abo da. Und wir sehen uns zum nächsten Part, wenn du möchtest. Bis dahin sage ich bye bye, winke winke und ciao ciao.